Es gibt nur eine einzige Handlung, die nicht abgebrochen werden darf, selbst wenn sie freiwillig ist. Es gibt eine Handlung, wenn du mit ihr beginnst, selbst wenn es eine freiwillige Handlung ist, musst du sie zu Ende führen. Laut dem Mazhab der Hanabila zumindest. Welche ist das? Al-Hajj wal-Umra. Hajj und Umra. Wa'atimmul Hajj wal-Umrata lillah. Das benutzen sie als Dalil aus dem Koran. Also wer mit einem freiwilligen Hajj beginnt oder mit einer freiwilligen Umrah, dem ist es nicht gestattet, diese einfach abzubrechen und irgendwann nachzuholen. Er muss das bis zum Ende durchführen. Alle anderen Handlungen, wie das freiwillige Fasten und so weiter, diese sind nicht verbindlich für den Menschen, wenn er mit ihnen begonnen hat. Also die Beendigung dieser Handlung ist nicht verbindlich.